Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Lord of the Rings, War in the North. Es geht weiter. Let us hope dragons are less formidable than legend makes them. Wir suchen den Drachen Urghost, der offenbar irgendwie einen Deal mit Aggernauer am Laufen hat. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und wir kriegen auch direkt mal neue Gegner vorgesetzt. Diesmal sind es Gebirgsmenschen. So, Heavy Impact. Und den hauen wir doch mal direkt weg. So, wir sind Kumpanen. Und die neue Axt macht ein bisschen Feuerschaden. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und den Caster da auch noch mal weg. These are some remnant of the men who served the Witch King long ago. Ja, ihr habt's gehört. Überbleibsel von den Menschen, die wohl vor langer Zeit mal dem Hexenkönig von Angmar geholfen haben. Also den Obersten der Neuen, der Nazgul. Ja, und die gilt es jetzt noch zu bekämpfen. Auf dem Weg in Urghosts Lair. Ich hasse Duel wieder. Wow. Verhindern auf jeden Fall sehr geschickt, dass man sich wehren kann, wenn die zuhauen. So für die Caster. Okay. Ah, gab aber ein bisschen Bonus-XP. Ich werde noch da in der Höhle gucken, da gibt es eine Kiste. Und ein Patronen und Kräuter. Reiten wir mal weiter. Und ja, ein paar Uruks kommen ja auch noch vor. Autsch. Ah. Autsch. Nein, nein, ich muss ihn finishen. Nein, ach. Blöder Urukai. Nein. Schiete. Ich kann ihm nicht helfen. Okay, das war's. Machen wir es halt nochmal. Autsch.
Ah, ich merke schon wieder, wo der Fehler ist. Irgendwie. Ach du Scheiße. Was ist denn das für eine Stelle? Also die Orks sind ja noch das geringste Problem, und diese ganzen Duel-Wheeler. Ja, dann stirb ich halt schnell, dann ist es vorbei. Danke. Ja, wir sind tot. Ich vergesse irgendwie immer, dass der beim Laden, warum auch immer, die Waffe ablegt. Echt, sobald die einen mal einmal treffen mit Dual Wield, hat man selber einfach schon keine Chance mehr, irgendwas zu treffen. Das finde ich ein bisschen. Klar, ich kann es hier blocken und die dann so wegkicken, aber. Das kann es ja auch nicht sein. Ich will ja auch irgendwie. Vernünftigen Speed töten. Ich meine, wir sind ja, wir spielen ja immer in Hack and Slay und naja, egal. So. Sind die wenigstens schon mal tot? Da bleiben nur noch die ganzen Range übrig. Ups. Okay. Bogenschützen Uruks sind mir immer am liebsten, die haben keine Panzerung, nix und können sich eigentlich so gut wie gar nicht wehren im Nahkampf. Ach komm, den nimmt mal Belleram mit. Ich loote währenddessen die Kiste. Zauberer. Okay. Hier war doch noch ein Uruk, oder? Nee, noch so ein Caster. Da hinten, wo der Pfeil herkam. Yay, Headshot. Darauf hätte ich mich mal mehr fokussieren sollen. Da fehlt mir noch das Achievement, irgendwie 50 in einem Playthrough zu machen. Ah, ich hasse die. So. Von hier mal durch. Hallo. Warum kann ich da jetzt nicht durch? Ach so. Not enough power. These must be the men Agendar left to await the dragon's answer. They must be bold to camp on a dragon's doorstep like this. Ja, oder toll oder wahnsinnig könnte man auch, könnte man es auch nennen. So. Diese Dual Wheeler finde ich irgendwie gefährlicher als diese Orks hier. Wenn die Orks irgendwie nochmal zwei Köpfe größer sind, aber die kann man wenigstens ausweichen. Und die unterbrechen mit ihren eigenen Schlagfolgen nicht die eigenen. Also. Mit ihren Schlagfolgen nicht die eigenen Schlagfolgen. So ist es besser formuliert. So. Ja.
Okay, der ist schon mal tot. Hey, eine Peitsche. Auch nicht schlecht. Also ich muss sagen, auch landschaftstechnisch ist das Spiel recht cool gemacht. Aber leider, ja, grafisch hätte da mehr drin sein können, als das Spiel erschienen ist. Aber gut. Ich glaube, wir kommen auch gleich schon zur Drachenhöhle. Uruk-hai. Uruk-hai, ja, genau. Komm, einen kann sich Bellaram nochmal schnappen. Ach du Scheiße. Okay, der ist schon mal kaputt. Der auch. Aha, eingefroren. Okay. Diese Uruks mit Schild. Hey, ich bin hier doch ausgewichen. Saftsack. Doch, komm. Jawohl, final blow. So, jetzt können wir hier auf jeden Fall nochmal Gegenstände verkaufen. Erstmal Sell Unessential Items. Ja, verkaufen wir auch mal. Oh, Reduce Damage plus 3. Ja. Ah, nee, das mal. Lassen wir mal so. Oh. Oh. Da muss ich jetzt aber mal gucken. Nee, das Schwert ist aber nicht besser als die Axt, die ich trage. Deswegen behalten wir mal die Axt. Da habe ich nichts Neues. Okay. Oh, Moment. Ich kann auch kurz gucken. Genau, ein paar Heiltränke, die schaden nie. Und dann gehen wir mal ab in die Höhle. Ich weiß es nicht, ich glaube, hier muss man aber auch noch ein paar Gegner besiegen, bevor man zum Drachen selbst kommt. Glaube ich zumindest. Ja. Och, ich hasse das. Die blöden Uruks. Sterbt. Oh. Das war auf jeden Fall gerade guter Feuerschaden. Okay, der ist tot.
Und der auch. Und ich bin Level 20. Die Punkte wollen wir doch direkt mal investieren. So, jetzt kann ich hier Sanctuary skillen. Den Punkt habe ich jetzt erstmal nicht. Und hier ist ein Heiltrank gedroppt. Den nehmen wir doch gerne mit. Da hinten steht noch ein Bogenschütze. Jetzt nicht mehr. Da ist ein größeres Portal, da gehe ich jetzt noch nicht durch. Hier ist nämlich noch eine Kiste. Und auch mal eine große Feder für Bellarahmen. Wow. Machen wir mal weiter. Wow. Wow. Leute. Boah, die hauen aber auch ganz schön rein, diese Menschen mit den Zweierkolben. Diese kleinen Rucks quasi. Autsch. Das hat weh, Freunde. Ey, die zimmern echt gut rein. Okay. Ja, köpfen wir sie alle. Puh. Yay, fast 1000 Bonus-XP. Aber irgendwas lebt hier noch. Okay. So, hier ist noch eine Kiste, die greifen wir natürlich auf jeden Fall ab. Und noch so ein Loothaufen. Oh, da muss ich mal gucken, ob der nicht sogar besser ist, der Stab. Er macht natürlich schon gute Kante mehr Damage. Ich zieh mal an, ich guck mal, ob ich damit mehr Schaden mache. Das sieht man ja. Sieht auf jeden Fall ganz schick aus, das Ding. So, wirklich viel bessere Items findet man dann vor allem erst jetzt nochmal dann. Auf der letzten Etappe, wo wir jetzt noch nicht ganz sind, aber ja, also gesagt, ich glaube, die nimmt mal schon weniger Schaden. Und gegen den. Ach komm. Okay, wo ist der Urukai? Da. Ja, ich glaube, mit dem. Zumindest gegen die Uruks. Weil ich glaube, weil meine Waffe hat ja Bonusschaden gegen Orks und die Uruks sind ja trotzdem irgendwo noch Orks. Ich glaube, das wirkt auch gegen Urukais. Mache ich schon mehr Damage an den Uruks. Aber ich will es jetzt nicht. Ach du Scheiße. Ja. Da kommt er angecharged. So, die Kiste looten wir noch.
hasse die Viecher. Komm, stirb. So. Gut, dann würde ich sagen, mach ich an dieser Stelle mal einen kleinen Cut und dann geht's im nächsten Part weiter bei The Lord of the Rings, War in the North. Bis dahin. Tschüss.